Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Amazon Boy. Ja, heute stelle ich euch diese Gaming-Maus vor. Kostet nur 17,99 €, hat sehr gute Bewertungen. Es ist die, ich habe gar keine Ahnung, wie man diese Marke ausspricht, aber ich sage jetzt einfach mal, es ist die Vixing Gaming-Maus. Und ja, packen wir das Ding jetzt einfach mal aus. Hier, sehr nice Verpackung. Zeige ich euch jetzt mal kurz. Ja, Modell T90, wie auch immer. Link dazu ist auf jeden Fall in der Beschreibung. Und Link zu dem Messer ist auch in der Beschreibung. Machen wir die Packung mal auf. Auf jeden Fall sehr schön verpackt. Oh, noch eine kleine Beschreibung, die kein Mensch braucht. Ja, so sieht die Maus aus. Ich zeige sie euch erstmal kurz. Das kann ab. Sieht auf jeden Fall sehr geil aus. Fühlt sich auch sehr gut an. Fühlt sich, um ehrlich zu sein, nicht billig an. Ich dachte, das wäre eher so ein Made in China Ding. So richtige China Qualität. Aber ich muss sagen, fühlt sich sehr gut an. Ja. Das USB-Kabel. Was soll denn der Scheiß hier? Ja, das Ding hier, was das USB-Kabel zusammengehalten hat, kann man gar nicht abmachen, ist mir gerade aufgefallen. Was aber eigentlich gar nicht so schlimm ist, denn ich werde die Maus sowieso hinten in den Computer anschließen und somit wird man das gar nicht sehen. Aber zur Not kann man es ja auch abschneiden. Das USB-Kabel ist wirklich sehr lang. Das ist auf jeden Fall sehr nice. Und hier hinten, zeige ich euch gerade mal, hat man die Möglichkeit, Gewichte aus der Maus zu entnehmen. Somit ist sie leichter und somit lässt sie sich leichter bewegen. Also kann man das dann sozusagen für sich optimal anpassen und zocken. Ja, ich werde die Maus jetzt mal anschließen. Dann werden wir mal sehen, wie sie leuchtet. Und dann werden wir mal sehen, was die ganzen Tasten für Funktionen haben. So Leute, ich habe die Maus jetzt angeschlossen. Ist sehr einfach. USB-Kabel rein, PC erkennt das automatisch und schon läuft das Ding. Wie ihr sehen könnt, wechselt die Maus momentan ihre Farben. Das kann man ändern, indem man hier einfach auf diese Taste hier drückt, auf diese Farbtaste. Man drückt drauf und dann nimmt er eine Farbe an. So, jetzt seht ihr das, die Farbe blinkt immer noch. Und dann kann man hier einfach durch die ganzen Farben durchklicken. Und wenn man dann wieder bei der ersten Farbe angekommen ist, wie ihr sehen könnt, leuchtet sie dann dauerhaft. Wenn man das Leuchten ausschalten kann, muss man einfach die Taste halten. Dann geht das Leuchten aus. Und ich muss wirklich sagen, das Leuchten ist sehr nice. Es ist dezent und das gefällt mir sehr gut. Hier hat man noch eine Vor- und Zurück-Taste, ganz normal Standard. Die Mausrad-Taste, auch ganz normal Standard. Und hier hat man noch die DPI-Taste, um die Schnelligkeit der Maus einzustellen. Und hier vorne ist noch eine Fire-Taste. Drückt man einmal drauf, schießt man dann sozusagen zweimal. Also es ist dann ein integrierter Doppelklick. Drückt man nochmal drauf, ist das sozusagen ein Triple Shot. Also schießt man dreimal. Ja, die Maus, die liegt wirklich sehr gut in der Hand. Also ich bin auf jeden Fall überzeugt von dieser Maus. Ich kann sie euch nur empfehlen, vor allem zu diesem Preis. Wirklich sehr nice. Hier kann ich euch nochmal meine alte Maus kurz zeigen. Habe ich bei eBay bestellt, so ein China-Ding für 6 €. Die spinnt jetzt mittlerweile hier am Mausrad ein bisschen rum. Und ansonsten kann man mit den Farben gar nichts anstellen. Sie leuchtet immer, wechselt immer ihre Farben. Und sie fühlt sich auch wirklich einfach nur billig an. Ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein, fickt euch ins Knie. Jo, das war's. Gewichte aus der Maus zu entfernen, so dass sie leichter ist, so dass man sie leichter... Jetzt ist runtergefallen, Mann! Was für ein Scheiß, ich raste gleich aus!